Ja, hallo, schön, dass du dabei bist. Wir starten heute mit einem Video, was sich nur um Investments, Immobilieninvestments in Florida handelt. Und da habe ich hier einen Freund und Geschäftspartner von mir, der aktiv in Amerika mit Immobilien handelt, mehr mit Wohnanlagen. Er wird es euch gleich ganz genau beschreiben, wie das funktioniert. Mirko, stell dich kurz vor für die Leute, die dich noch nicht kennen. Ich war in Deutschland öffentlich bestellter Sachverständiger und Immobilieninvestor, dann auch Coach, habe also Leute ausgebildet, dann am Ende, weil ich als Sachverständiger, das war ja der Ursprung, gelernt habe, wie Immobilieninvestments funktionieren, weil ich musste ja die Businesspläne für die Banken zum Beispiel überprüfen, passt das, was der da will. Und dann war ich über Jahre Immobilieninvestor in Deutschland, habe in Deutschland also auch schon Aufteilungsprojekte gemacht und Wohnverbesserungen, Balkonanbauten, you name it, außer Neubau, alles. Und bin dann hierher gezogen 2017, habe hier dann angefangen zu investieren. Erst in kleinere Wohnanlagen, also so 18, 20 Wohneinheiten, also kleine Mietshäuser quasi. Und später dann, wobei das nicht mal richtig, wir hatten auch ein Zweifamilienhaus gekauft. Das Aha. haben wir ganz schnell wieder verkauft, weil das war zu klein. Aber das war sozusagen der Anfang. Und mittlerweile sind wir bei 320 Betten in einem Student Housing oder bei 230 Einheiten in, was du dir angeguckt hast, in Altura. Ja, das Interessante ist eben, der Mirko ist spezialisiert auf Wohnanlagen, die ja ihre besten Zeiten gesehen haben, wollen wir noch so, wollen wir mal so sagen, schlecht gemanagt werden, wo ein großer Renovierungsstau herrscht, auch teilweise nicht so tolle Mieter drin sind. Wir gehen gleich mal Schritt für Schritt durch. Wie erfindet er sowas, macht, was macht er dann? Und ja, wie profitabel ist das überhaupt? Es ist natürlich wirklich nur was für Insider und die sich wirklich für Immobilieninvestments interessieren. Die Parallelen zu Deutschland sind ähnlich, aber dann doch wieder total verschieden, weil wir ganz andere Möglichkeiten, ganz andere Gesetze und so weiter in Amerika haben. Sollte dich das interessieren, like das Video, abonniere den Kanal und du wirst dann mehr darüber erfahren. Jetzt gehen wir Schritt für Schritt mal durch, wie du überhaupt diese Art von Immobilien findest. Wie geht das von A bis Z so durch so ein Business, so ein Geschäft? Wir kriegen pro Woche, also erste Voraussetzung, es gibt keinen Deal der Größenordnung, die wir kaufen, der nicht über den Makler geht. Ein Aha. Privatangebot gibt es nicht. Aha, okay. Weil, aus dem einfachen Grund, weil die Aufbereitung der Unterlagen, die ein Käufer braucht, viele Verkäufer schon überfordern würde. Also, außer es sind ganz, ganz große Firmen, die dann sozusagen eine eigene Maklerfirma haben. Das ist kein Problem. Es ist live hier, ja. Also wir sind hier Okay. in der Lobby, in einem ja, Business Center und auch in einem Gebäude, wo Mirko selber wohnt. Hier ist eine sehr exklusive Wohnanlage. Direkt in der Tampa Bay, ja, ist es ja hier. Also es ist wirklich vom Feinsten. Wer sich da mal für interessiert, schreibt uns gerne. Wir können euch da Empfehlungen geben, ja. Genau. Also kein Deal dieser Größenordnung geht nicht über Makler und wir haben halt über die Jahre jetzt sehr gute Beziehungen zu Maklern aufgebaut. Das heißt, wir kriegen dann On- und Off-Market-Deals von allen möglichen Maklerhäusern. Das sind halt nicht nur einer, aber es sind hier deutlich weniger Makler in dem Commercial-Bereich tätig als in dem normalen Wohnbereich. Also wenn ihr sowas seht wie Realtor, das sind in der Regel Leute, die Einfamilienhäuser und auch mal ein Zweifamilienhaus oder eine Wohnung verkaufen, aber nicht Commercial, also sprich Investmentimmobilien, wie wir sagen. Ja, Ne? also Commercial heißt nicht nur gewerbliche Immobilien, sondern eben auch Ab Wohnanlagen ab fünf fünf Einheiten. gilt es Das ist als dann Commercial. Commercial, ja. Genau. So, und die kennen wir und dann kriegen wir ein Angebot. Wir kriegen so mittlerweile, würde ich sagen, zwischen 100 und 150 Angebote pro Woche. Und dann filtert man schon mal, wie in Deutschland auch, filtert man raus. Und da bleiben vielleicht 30 oder 50 übrig, mit denen man sich mal kürzer beschäftigt. Und Ja. dann von denen macht man vielleicht ein Underwriting, also sprich einen kompletten Businessplan, erstmal on desk, also am Schreibtisch, ohne das Ding gesehen zu haben, von vielleicht drei oder fünf. Und im Monat bleiben da ein oder zwei übrig, die dann so interessant sind, dass man sagt, jetzt guckt man sich das Ganze mal an.
und versucht mal rauszukriegen, was die Schwächen, ob das alles so stimmt, was ich in meinen Schreibtischannahmen gemacht habe. Wer macht dieses Underwriting, diese Kalkulationsgrundlagen oder dieses Probleme finden oder auch Lösungen dazu? Dann, wer macht das bei euch? Du hast ja ein kleines Team oder eigentlich auch schon ein größeres Team. Pro Wohnanlage, ja, schon ein größeres Team. Machst du das? Macht dein Sohn das? Macht deine Frau das? Habt ihr noch spezielle Leute, die das machen? Nein, das macht bei uns der Underwriting Officer sozusagen. Also Aha. Der macht nichts anderes, als diese ganzen Sachen in Excel zu analysieren. Die Vorprüfung. Okay. Und wenn das dann so weit ist, dass wir sagen, wir gucken uns das an, dann kommen da mehrere Leute mit, die dann eben bei uns in der Technik im Bauen dabei sind. Dann kommt unter Umständen schon der Contractor mit. Weil wir natürlich mit Bauunternehmern jetzt schon eine Weile zusammenarbeiten. Ja. Dann sagen wir, komm mal mit und gib uns mal so eine grobe Daumennummer, ob wir da mit unseren Annahmen richtig liegen oder falsch liegen. Und dann gehen wir da einmal durch und dann sagt er, ja, ich brauche für die Dächer so und so viel und ja, das passt schon, eure Annahmen passen oder nee, da wird es dann teurer. Und müssen wir ein entsprechendes Underwriting anpassen. Also dieses Underwriting ist quasi ein sich laufend verändernder Businessplan, der bis dahin geführt wird, dass wir dann sagen, so bis in die Due Diligence hinein wird der ständig angepasst. Ja, weil wir auch beim ersten Besuch ja noch nicht alle Schäden sehen, da sehen wir vielleicht 3 Wohnungen. Ja, und kommen dann gleich noch darauf, wie tief diese Due Diligence geht. Die ist deutlich tiefer als in Deutschland, kann man schon mal vorwegnehmen. So, von diesen ganzen Sachen bleiben eben 1-2 im Monat übrig, wo wir sagen, da würden wir uns wirklich gerne mit beschäftigen, die würden wir gerne machen. Gut, und die guten Objekte, wie läuft das dann mit der Finanzierung? Eins vorweg, Mirko hat aktuell 100 Millionen an Assets unter Management, also 100 Millionen Dollar. Ja, ein Ziel in den nächsten Jahren ist, mit seiner Firma 1 Milliarde unter Management zu haben. Und das, die Grundlage des Businesses kannst du ja auch ganz kurz mal anreißen, dann kommen wir danach auf die Finanzierung. Grundlage des Businesses ist, dass ich zusammen mit anderen Investoren investiere. Also wir investieren in unsere eigenen Deals natürlich auch selbst. Ja. Aber wir haben eben auch Businesspartner, die einfach sagen, wir können das gar nicht, weil wir in Deutschland sitzen und da auch bleiben wollen. Und diese fachliche Kompetenz ist ja nun auch wirklich das A und O dabei. Ja. Ja, man kann Geld haben, aber man kann sich diese Kompetenz nicht kaufen. Die muss man erlebt haben. Ne? Und vor allen Dingen, man kann sie nicht steuern. Also jemand aus Deutschland kann unmöglich was steuern. Ich habe ja auch meine Immobilien in Deutschland verkauft, als ich hergegangen bin. Weil es macht keinen Sinn, über einen halben Planeten zu versuchen, irgendein Projekt zu managen. Das ist relativ schwierig, sage ich mal so. Ja, und das sind auch wirklich Sachen dabei, wo du die Grundlage oder das Grundverständnis eines Bau ja auch kennen musst. Was mache ich, was mache ich nicht? Was gibt große Probleme? Was wird sehr, sehr teuer in der Sanierung? Und saniere ich vielleicht an dem späteren Markt vorbei, dass ich zu wenig oder zu viel mache. Wenn ich zu viel mache, passt die Kalkulation nicht mehr. Wenn ich zu wenig mache, kauft mir das hinterher keiner ab, beziehungsweise ich finde keinen Mieter. All diese Sache ist Erfahrung. Und das ist ja auch bei mir so, was immer meine Teilnehmer so sagen. Ja, der hat so viel Erfahrung, der weiß ganz genau, wo er was wann machen muss. Ja. Machst du einen falschen Schritt oder einen falschen Klick, bist du aus dem Rennen. Und das verstehen viele nicht. Die denken immer, das sieht so einfach aus. Man kann sich das alles beibringen, was dauert Jahre und nicht an einem Wochenende Seminar. So funktioniert das nicht. Und in Amerika auch schon gar nicht, weil Amerika wird ja immer so als das Land von Fix und Flip gelobt. Da geht das alles viel schneller und natürlich geht es schneller, wenn man weiß, was man tut. Aber ich kenne hier auch einige, die sind böse auf die Schnauze gefallen. Und gerade auch im Bereich von Commercial und vom Mehrfamilienhaus, Renovierung, Sanierung und so weiter. Es ist alles nicht so einfach. Man sollte sich da schon mit vernünftigen Partnern zusammentun oder das Wissen wirklich grundsätzlich lernen, selber Schritt für Schritt auch mal versuchen umzusetzen. Aber es ist, wie gesagt, nicht alles so einfach, wie es aussieht. Und man soll da die Grundkenntnisse haben, sonst sollte man da nicht mit starten. Ja, das ist mit Sicherheit richtig. Also unsere Investoren sind auch eher schon die erfahrenen Immobilieninvestoren in Deutschland, die also einfach auch in Deutschland schon Immobilien investiert haben, das ganze Spiel kennen, also die Grundlagen kennen. Ohne dass die hier in die Einzelheiten reinsteigen, müssen sie nicht, brauchen sie auch nicht, aber sie wissen grundlegend, was das Verhältnis zwischen Miete und Baukosten und wie das ist, wenn man eine Mietsteigerung erzielt, was dann da hinten am Ende rauskommt, das können die nachvollziehen. Mhm. Insofern sind das geschulte Leute, die wirklich wissen, worum es geht. Wie wird denn in ganz, ganz wenig Worten, wie wird so ein Wert einer Immobilien, also einer Wohnanlage gesteigert?
Ganz grundlegend, indem man die Miete steigert, den Rohertrag und den Reinertrag steigert. Das heißt, also es gibt zwei Punkte dabei. Einmal die Miete wird gesteigert durch Wertverbesserung. Also durch Wertverbesserung der Wohnung oder der Amenities, heißt es hier, also die zusätzlichen Sachen. Das ist in Amerika relativ häufig, in Deutschland relativ selten. Wie zum Beispiel ein Pool. Der gehört hier nicht bei jeder Anlage dazu, aber bei vielen gehört dazu. Ein Fitnesscenter ist dabei, ein Clubraum, eine Poststation, einen Hundepark, you name it. Da gibt es ganz, ganz viel, vom Paddle-Tennis über die Tischtennisplatte, den Grillbereich, wo man eine Terrasse hat, wo man mit Freunden sitzen kann, etc. Es gehört alles hier irgendwo dazu, gibt es zumindest in vielen Anlagen. Ja. So, wenn ich da was hinzufüge oder die Wohnung eben wieder auf einen neuen Stand bringe, dann kriege ich eine höhere Miete, das ist ganz klar, weil die Wohnung ist ja mehr wert. Wenn ich das erreicht habe, habe ich den Rohertrag sozusagen erhöht. Mhm. Wenn ich dann die Kosten gesenkt habe, zum Beispiel, indem ich Ineffizienzen löse, weil tropfende Wasserleitungen einfach sehr viel Wasser kosten oder ich energiesparende Lampen einsetze oder wassersparende Klos einbaue oder. Da gibt es einen ganzen Haufen von Sachen, die man machen kann, um das Ganze effizienter zu gestalten. Das heißt, weniger Kosten zu produzieren in der Anlage. Eine Sache war ja auch, oder zwei fallen mir gerade ein, einmal die Müllentsorgung, da hast du eine Pressmaschine installiert, dass der Müll gepresst wird und somit wird eben auch das Abholen reduziert, dass nur alle zwei Wochen der Müll abgeholt wird und der ist schon gepresst. Und damit nimmt er weniger Raum ein und damit ist alles deutlich günstiger und dann lohnt sich die Anschaffung bei einer bestimmten Größe, lohnt sich die Anschaffung von so einem Trash Compactor, heißt es im Englischen. Ja. Oder eben auch die Wasserkosten sind hier ziemlich hoch. Wir sind an einer Wohnanlage vorbeigefahren, da wusstest du, diese Wohnanlage ist sehr interessant, hat nur ein großes Problem. Die hat doppelt so viel Wasserverbrauch wie eine Wohnanlage gleicher Größe. Und du weißt, warum. Andere wissen nicht, warum. Wenn du jetzt da zum Zuge kommst, kannst du das durch dein Wissen und deine Fachkenntnis sehr umsetzen und sofort den Wasserverbrauch einer Anlage mit 130 Wohnungen oder so halbieren. Das sind natürlich so diese Insiderwissen, die du haben musst, wenn du dich mit solchen Sachen beschäftigst. So, jetzt kommen wir auf den Faktor, wie wird dann sowas berechnet, wenn du das steigerst, wie kommt dann irgendwo ein Mehrgewinn zustande oder ein Mehrwert dieser Anlage? Na, also grundsätzlich rechnen die Amis ein bisschen anders. Das Prinzip ist dasselbe, wir rechnen natürlich einen Ertrag, aber ihr könnt diese Sachen wie Jahresnetto, Kaltmiete oder Bruttorendite am Anfang, die könnt ihr vergessen, die gibt es hier nicht, weil hier reden wir von Cap Rates. Was ist eine Cap Rate? Eine Cap Rate ist die Verzinsung, die der Nettoertrag einer Anlage bringt und daraus wird der Wert ermittelt. Also als Beispiel bei 10% Verzinsung, ich habe 100.000 Jahresreinertrag mal als Beispiel, ergibt sich dann eine Million als Wert. Da ist dann aber auch alles abgezogen. Da ist dann aber alles abgezogen. Die Verwaltung, die Instandhaltung, die Wasserkosten, die Steuern, die Versicherung, alles. Inklusive wirklich auch der normalen Instandhaltung ist alles mit weggerechnet, sogar noch Reserven eingerechnet. Das heißt, die Idee ist, wenn ich eine Cap Rate von X habe, also als Beispiel 10%, das gibt es nicht, aber mal als Rechenbeispiel. Gab es mal, gibt es nicht mehr. Wenn ich das habe, das heißt, ich würde das Ding quasi in bar bezahlen, dann hätte ich im Jahr 1 10% Rendite zu erwarten. Das heißt, wir bleiben wirklich 100.000 übrig von der Anlage. Mhm. So, und da gibt es eben, wie gesagt, zwei Wege. Mietertrag steigern, Mietausfälle verringern. Also Management, ein ganz wichtiges Thema, wenn ich da eine Verwaltung habe, die dann die Vermietung nicht hinkriegt, dann habe ich auf einmal Leerstände von 10-20% und dann habe ich natürlich weniger wirklichen Ertrag. Ja. So. Die Kosten senken, durch die Wasserkosten senken, durch Müllkosten senken oder andere Sachen, die ich da einführen kann. Das alles führt dazu, dass ich quasi einen höheren Reinertrag habe und damit der Wert meiner Anlage steigt. Mhm. Genau. Und auch der allgemeine Zustand, der erste Eindruck, absolut. Ich meine, was ihr alles macht, da zum Beispiel, dass die Wohnanlage einen bestimmten Namen kriegt mit einem Logo, dass die Mitarbeiter in der Wohnanlage, also haben wirklich feste Mitarbeiter, die in der Wohnanlage arbeiten, die gleichen Uniformen anhaben mit Logo drauf und all das gehört dazu, wenn das professionell umgesetzt werden soll. Und da bist du nun wirklich absoluter Profi. Auch andere berichten mir immer davon, ey, wir gucken erstmal, was der Mirko macht und dann überlegen wir unsere nächsten Schritte. Es ist wirklich Wahnsinn, was du hier schon für einen Ruf hast. Also ganz, ganz, ganz toll. Nicht nur hier, sondern auch eben in Deutschland, dass du da der absolute, Experte bist auf diesem Gebiet. Wie läuft es dann mit der Finanzierung? Ich habe jetzt so eine Immobilie gefunden.
Das wurde vorkalkuliert. Du hast entschieden, okay, könnte eins von dreien sein, was wir kaufen. Wir kaufen jetzt was für 20 Millionen an, haben vielleicht eine Kalkulation, dass wir 5 Millionen investieren. Wie würde das dann jetzt laufen? Na, es gibt verschiedene, also grundsätzlich erstmal als Deutscher keine Chance, eine vernünftige Finanzierung zu bekommen, weil dann gucken die amerikanischen Banken, ich brauche einen Credit Score, ich brauche eine Erfahrung hier und dann geben sie dir Kredit. Also wir kriegen mittlerweile Kredit, das heißt, wir gehen ganz normal entweder über Mortgage Lender, also über Vermittler oder über gehen die Banken selber an oder Debt Funds an und sagen, guck mal, wir haben hier das Projekt, schicken unser Underwriting hin und sagen, das und das ist das, was wir haben wollen, macht uns doch mal ein Angebot. Und Underwriting heißt? Businessplan, also quasi im Deutschen der Businessplan. Da steht da wirklich drin, was wir ausgeben wollen, was die Kosten sein werden, wie wir die entwickeln wollen, warum, wieso, weshalb, ist alles wirklich aufgelistet. Das ist eine riesengroße Excel-Tapete sozusagen am Ende des Tages. Da stehen dann Sachen drin, die wir als Annahmen haben. Die Bank prüft die Annahmen und sagt, ja, realistisch oder wir sehen es ein bisschen riskanter. Und dann machen die ein Angebot und sagen so, erstmal, ohne dass wir tiefer geprüft haben, wir geben euch bei der Anlage als Beispiel 60% vom Kaufpreis und dann 100% von den Sanierungskosten als Finanzierung. Ja. Zum Zinssatz von X und ohne Tilgung für 2 Jahre, whatever dann die genauen Bedingungen sind. Ja, das gut. Kommt dann zusammen. Da gibt es dann eben bestimmte Sachen noch, Tilgungsaussetzung und hatten wir vorhin auch schon mal besprochen. Aber dann hast du das Geld, du hast dann diese fehlenden, wir hatten ja gesagt, sagen wir, kostet 20 Millionen, 60% finanziert die Bank, das sind 12 Millionen, 8 Millionen hast du so eine Tasche oder wie funktioniert das dann? Wir arbeiten eben sehr viel mit Investoren zusammen, das heißt, wir investieren einen Teil und einen Teil investieren die und sagen, also ich nehme mal 1 Million oder ich nehme eine halbe. Also ein Anteil von dem? Den Anteil von dem Business, die sind dann auch Miteigentümer dieser Firma, das muss man rechtlich und steuerlich so gestalten, dass da möglichst wenig Steuern auch in Deutschland anfallen. Wer sich dafür interessiert, der liked das Video, abonniert den Kanal, wir werden da gleich nochmal drüber sprechen oder in einem nächsten Video drüber sprechen, wie funktioniert das, wenn man als Deutscher hier investieren möchte und sich an solchen Sachen dann beteiligen möchte, nicht nur eben hier bei Mirko, sondern generell, wenn man sowas als Firma aufbauen möchte, als vielleicht zweites Standbein, weil man auch in Dollar investiert werden sein möchte und so weiter und so weiter. Ne? Ja, jetzt habe ich dich unterbrochen, sorry, Die Struktur wird dann quasi aufgesetzt. Es ist dann in der Regel so aus Finanzierungsgründen, dass es eine Gesellschaft gibt, die als Managementgesellschaft fungiert. An der sind die Leute beteiligt. Die hält wiederum die SPV, die Special Purpose Vehicle, also wieder eine GmbH im Deutschen, LLC heißt hier, und die hält die Immobilie. Das heißt, die Investoren sind direkt quasi Eigentümer der Immobilie über eine Firma, weil das ist halt rechtlich ganz wichtig. Über Firmenanteile, ähnlich wie eine GmbH-Anteile und so weiter. Auch diese Holdingstrukturen und so werden hier angewandt. Aber da können wir dann nochmal drüber sprechen in einem kürzeren Video, wie du das jemandem empfehlen würdest. Ja. Ja. So, jetzt hast du das Kapital, mehrere haben investiert. Dann hast du den Zuschlag bekommen, weil nur wenn die Finanzierung gesichert ist, bekommst du auch den Zuschlag. Ist richtig? Ja. Nein, das wird erst später geklärt. Also erst kriegen wir einen Zuschlag, wenn wir das Kapital haben und sagen, jawohl, wir wollen jetzt das machen. Ja. Dann geht die Due Diligence los. Das heißt also die Tiefenprüfung des Objekts. Tiefenprüfung heißt hier wirklich, und das ist ein großer Unterschied zu Deutschland, ich sehe jede Wohnung, bevor wir überhaupt irgendwo anfangen. Ja. Also das heißt Walkthrough durch jede Wohnung. Das kann man hier auch machen, weil in Florida ist es so, dass ich 24 Stunden vorher einen Zettel an die Tür hänge und sage, lieber Mieter, ich komme morgen um 18 oder morgen von 10 bis 12 Uhr und guck mir deine Wohnung an. Und ob der Mieter dann da ist oder nicht, interessiert mich, weil man hat einen Schlüssel. Das ist auch ganz legal, das ist auch ganz normal so. Also jeder Vermieter hat einen Generalschlüssel für die Wohnung. Für alle Wohnungen, so. Ja. Und dann gehen wir da rein und nehmen auf die großen Eckdaten, sage ich jetzt mal. Also da kriegt die Note, die Wohnung eine Zustandsnote, ne? 1, 2, 3, ist die jetzt komplett zu sanieren, ist die im Superzustand, ist die so im Mittelzustand und dann gucken wir die wichtigen technischen Sachen an, die teuer sind, also der Water Heater, wie alt ist der, wie alt ist die Klimaanlage, wie sieht das alles aus, wie alt ist das Bad, so, das ist so quasi unsere Erfassung. Ja. Und dann macht ihr eine Nachkalkulation wahrscheinlich, ob der Preis auch gerechtfertigt ist. Eventuell gibt es dann nochmal Diskussionsbedarf mit dem Makler oder mit dem Verkäufer, wenn nicht alles stimmt, was er vorher gesagt hat oder hat einfach mal was vergessen, was kaputt ist. Kann ja mal sein. Kann ja mal passieren, Was immer so ist, Also wir haben jetzt zum Beispiel im letzten Objekt durchaus ein paar Dachreparaturen unterstellt, aber auf einmal waren es dann eine knappe Million Dachreparaturen, die dann da wahrscheinlich auftauchen. Wir kriegen die Zahlen jetzt noch die nächsten Tage und
dann wird ganz klar der Wert gegenüber dem, was da ausgehandelt ist, nochmal reduziert werden müssen. Das ist ganz klar. Es ist in Amerika eigentlich immer so, es wird ein Preis verhandelt unter Vorbehalt der technischen Prüfung und dann kommt ein Inspektor, ein Gutachter, der geht nochmal durch die Immobilie durch, auch bei Einfamilienhäusern und prüft, ob auch alles stimmt und auch alles in Ordnung ist oder damit zu rechnen ist, dass vielleicht nächste Woche, übernächste Woche die Klimaanlage kaputt geht, weil sie überaltet ist oder weil sie nicht gewartet wurde oder all solche Sachen. Das heißt dann eben Home Inspection. Bei den größeren heißt es eben Inspection, also Inspection auch. Und dann wird eigentlich nochmal entweder der Verkäufer wird informiert und wird vor die Wahl gestellt. Entweder du als Verkäufer reparierst all das, was der Inspektor gefunden hat, oder wir verhandeln den Preis. Oder die dritte Variante ist, wir kaufen gar nicht, weil es einfach zu viel Investment ist, was vorher nicht offeriert wurde. Genau. An der Stelle kriegen wir unser Geld einfach wieder, haben die Prüfungskosten, die relativ minimal sind, ausgegeben und dann ist gut. Ja. Da wir es aber in dem Bereich, in dem wir tätig sind, ja immer mit Profis zu tun haben, sind die ja auch nicht, Entschuldigung, nicht doof. Also die wissen ja auch, wenn da eine Million Dachschäden vorhanden sind, dann findet es auch jeder neue Käufer. Ja, es ist natürlich auch hier wieder, du bist absoluter Profi. Hm? In Deutschland würde man nicht alle Wohnungen besichtigen. Ich weiß, dass geht's du, glaube ich, 80% oder 90% immer besichtigen, mindestens, wenn es geht, alle. Wenn es geht, ja. Wenn es geht, manchmal geht es nicht. In Deutschland ist es kaum möglich. Ja, da hast du mal von 100 Wohnungen oder hatte ich eine Anlage mit 80 Wohnungen, 20, 30 konntest du sehen, den Rest konntest du nur schätzen. Hm. Und auch trotzdem geklopft bei den Leuten, versucht reinzugucken, wie ist so der Zustand, der Pflegezustand und, oder gefragt, haben Sie Probleme mit der Wohnung? Aber hier ist es gang und gäbe und du bist also ja auch einer. Also hier komme ich in 100% der Wohnung rein. Ja. Das ist, also ein Mieter, der jetzt mal als Beispiel das Schloss auswechseln würde, der würde sofort eine Abmahnung bekommen. Das geht nicht, das kann ich nicht machen. Ja. Also insofern ist es für uns relativ klar, wir kommen rein in jede Wohnung und das machen wir auch. Das ist auch ganz zwingende Voraussetzung. Ja, du bist aber auch einer, ich meine, gut, du bist natürlich sachverständiger Gutachter, vereidigter Gutachter. Du weißt jetzt ganz, nicht mehr. Jetzt nicht ja, mehr. Aber warst du, das war aber dein Job hier. Und das ist natürlich das A und O, dass du ganz genau weißt und absolut auf Sicherheit bedacht bist. Ne? Du bist eben auch so ein Typ, der sagt, hier fehlt eine Kleinigkeit, ich will erstmal das geregelt haben. Und das macht dich ja auch aus, deswegen bist du auch so erfolgreich und angesehen hier in der Community. Und auch im Bereich der ganzen Investoren, die ich so hier kenne, hatte ich ja schon mal gesagt, ne? Weißt du nicht weiter, frag Mirko. dann gehen wir in die technische Prüfung und dann gehen wir aber auch in die ganzen vertraglichen Prüfungen, weil es ganz wichtig, dem Kaufvertrag liegt ja zugrunde, dass der Vermieter oder der Verkäufer mir eine Mietnerliste gegeben hat. Da steht drauf, dass der John die Wohnung dann und dann gemietet hat für den Mietpreis und das als Kaution gezahlt hat. Mhm. So, das muss ich jetzt alles überprüfen, weil wenn ich das nicht überprüfe, habe ich keine Rückgriffsmöglichkeit. Und glaub's oder glaub's nicht, wir hatten noch nie den Fall, dass da auch nur die Hälfte gestimmt hat. Wow. Also tatsächlich ist da aus Nachlässigkeit oder aus Unfähigkeit, kann jetzt unterschiedlich sein, aber wirklich teilweise bei der Anlage, die du dir angeguckt hast, hatten wir von 232 Wohnungen, haben wir 27 Mietverträge bekommen. Die anderen müssten wir besorgen, weil 232 Wohnungen und es waren nur 27 Mietverträge da. So, den Rest mussten wir besorgen, weil die waren auch nicht in der Lage, das zu tun. Also sind meine Jungs da ausgerückt und haben dann angefangen zu klopfen bei den Mietern, den Mietvertrag abzufotografieren oder sich einen Nachtrag unterschreiben zu lassen, damit wir dann wirklich das auch alles dokumentiert haben. Ja. Weil das meinen wir immer damit, oft oder meistens liegt es eben am Management der Wohnanlage. Der alte Eigentümer hat sich nicht mehr so dafür interessiert, hat es schleifen lassen, hat vielleicht auch einen falschen Hausverwalter, das ist ja hier das Management, Hausverwalter eingestellt, der hat sich nicht so gekümmert, der hat sich so dokumentiert. Sehr, sehr viele Wohnanlagen hier werden hier noch mit Excel teilweise wirklich verwaltet. Die haben keine Software, die haben keine Einblicke, die haben keine gesammelten Dokumente. Hier bei dir ist alles gescannt und so weiter. Das ist ja unglaublich, was alles möglich ist heutzutage. Mhm. Selbst für meine Verhältnisse, was ich bei dir gesehen habe, ist das ja gigantisch. So weit sind wir bei Weitem noch nicht. In Deutschland, nicht nur bei uns, sondern auch in ganz Deutschland. Und dann ist es natürlich so, dass der Preis wesentlich günstiges, schlechtes Management, schlechter Zustand, durch schlechtes Management, schlechte Mieter, die zahlen nicht, die haben ihre Unterlagen nicht da und. Und dadurch gibt es eben einen günstigen Einkaufspreis, der dann erstmal wesentlich günstiger ist als der normale Marktpreis, sage ich mal, weil diese Sachen, diese Mängel in dem Papierkram schon da sind. Wir sagen ja auch immer, wenn wir ein Mehrfamilienhaus übernehmen, das Wichtige ist, den Papierkram zu fixen. Absolut.
Ja, wir renovieren erstmal die ganzen Unterlagen, ob es Zeichnungen sind der Anlage, ob es Nebenkostenabrechnungen sind, ob es Energieausweise sind, ob es Mietverträge oder auch Zugaben sind bei der Miete, eine besondere Vereinbarung bei den Mietern. All diese Sachen sind super wichtig. Ja, und haben wir ja gerade gehört, sind noch nicht mal 10% der Mietverträge lagen vor beim ersten Angebot. Ja. So, dann wird das alles sozusagen vorbereitet. Wenn wir dann wissen, wir gehen weiter, dann gibt es ein richtiges Programm, was da abläuft, was man dann also vorbereiten muss für den Tag, wo man dann Eigentümer ist. Da muss man quasi alle Maintenance-Requests, also alle Anforderungen auf Reparaturen schon da haben. Da muss man, meine Maintenance-Leute müssen ausgebildet sein, die müssen also bestimmte Ausbildungen absolviert haben, damit sie das überhaupt machen dürfen, damit wir sie überhaupt auf die Anlage laufen lassen dürfen. Dann müssen die Materialien dazu da sein, dass die wirklich anfangen können, das Ding wieder in Schuss zu bringen. Ja, das so bei dem Anna, bei der Anna, über die ich gesprochen habe, da haben wir die ersten, glaube ich, 3 Wochen nichts anderes gemacht mit dem Maintenance. Also wirklich nur alte Sachen abgearbeitet, die da waren und die eben ja, zu Das fixen sind waren. Dann eben Sachen, wo Mieter sich beschwert haben über leckende Wasserhähne oder. Das sind eben diese ganzen Sachen, die aufgelaufen waren, die einfach ja, Probleme hatten mit der Wohnung, wo sich keine Sau, Entschuldigung für das Wort, aber keiner darum gekümmert hat, auch vom Management. Ja. Ich würde mal Ihnen sagen, wir machen einen Cut, wir machen gleich den zweiten Teil, sonst wird das Video zu lang. Bleibt dran, like das Video, abonniert natürlich den Kanal und sehen wir uns gleich im zweiten Teil zu dem Immobilieninvestment in Amerika, Schritt für Schritt. Sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich, danke. Bis gleich. Thank you.